Bevor das Video startet, hier eine kurze Info, die ich heute spontan hatte. Ich werde vom 1. bis zum 24. Dezember einen Stream-Marathon machen, wo ich jeden Tag für mindestens eine Stunde streamen werde. Außerdem kündige ich auf Instagram und Twitter an, wann ich live auf Twitch bin. Und nun ab zu den News. In der heutigen News-Folge geht es um Red Bull und Toro Rosso 2021 mit Honda-Motoren, Bottas bekommt Strafe in Abu Dhabi. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Red Bull und das Schwesterteam Toro Rosso werden auch 2021 mit dem japanischen Antrieb fahren. Das wurde gestern Morgen bekannt gegeben. Es gibt aber noch weitere Gespräche für eine mögliche Zusammenarbeit für 2022 und 2023. Vor ein paar Tagen kam erst das Gerücht auf, dass die Japaner nach 2020 aussteigen wollten. Der Grund? Natürlich die Finanzen. Mercedes bleibt bis einschließlich 2025 Williams Antrieb und auch McLaren konnte sich die Antriebe aus Brixworth ab 2021 sichern. Nachdem Valtteri Bottas beim Brasilien Grand Prix mit einem Motorschaden ausgeschieden ist, hat Mercedes entschieden, ihm einen neuen Motor für das letzte Rennen zu verbauen. Dementsprechend bekommt der Finne eine Startblattstrafe. Er wird von der letzten Startreihe aus ins Rennen gehen, denn bei ihm wird nicht nur der Motor gewechselt, sondern auch der große Elektromotor, die MGOH, und der Turbolader. In der 53. Runde des Brasilien Grand Prix ging sein Motor einfach am Ausgang der Senna S-Kurve aus und Technikdirektor James Allison erklärte, dass eine halbe Runde vorher ein Problem festgestellt wurde. Im Rennen erkannten die Ingenieure einen hohen Ölverbrauch am W10. Kommen wir zu Mikes Meinung. Freut mich für Red Bull und Toro Rosso, dass ihr Motorenlieferant nicht aus der Formel 1 aussteigt und bis einschließlich 2021 bleibt. Man stelle sich mal vor, Honda wäre nach der übernächsten Saison gegangen. Zu welchem Motorenhersteller wären die beiden Teams dann gegangen? Zurück zu Renault? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Mercedes? Nö, denn sie beliefern 2021 schon mit sich selbst insgesamt 4 Teams und Ferrari würde dann sogar mit sich selbst insgesamt 5 Teams beliefern. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt. Welcher Motorenpartner wäre 2021 für die beiden möglich gewesen, wenn Honda sich Ende 2020 verabschiedet hätte? Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Zombie LP Support. Er fragt, warum fährt man nicht mehr den Valencia-Stadtkurs oder den Circuit Ricardo Tormo? Da gibt es viele mögliche Gründe. Entweder fehlt die Finanzierung, denn so ein Grand Prix auszurichten ist nun mal nicht billig, das fehlende Interesse der Zuschauer oder die nötige Sicherheit, die die Formel 1 braucht, denn sowas ist kostspielig. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.